echt keinen Bock mehr auf Arbeiten. Mir ist alles egal. Wir sprengen die Scheißkarre. Eine ganze Menge Einsätze resultieren auch daraus, dass viele Leute die Feuerwehr rufen, weil sie momentan in ihrer Situation, in der sie sich jetzt befinden, nicht mehr weiter wissen und in ihrer Not einfach die Feuerwehr anrufen, obwohl das vielleicht gar kein Notfall ist, weil sie halt eine kleine Verletzung haben, haben sich beim Zwiebelschneiden in die Hand geschnitten. Wo man ankommt und dann sagt, okay, kleben wir ein Pflaster drüber, aber ist nicht lebensgefährlich. So, liebe Kollegen, wir haben jetzt hier eine Patientin im Auto, die war gerade da im UKB. Wurde damit Rückenschmerzen behandelt, war auf dem Weg nach Hause und hier ging es jetzt nicht mehr und deswegen muss jetzt die Feuerwehr ganz dringend helfen, um sie da wieder hinzubringen. Das ist für uns natürlich auch wichtig, bei vielen Einsätzen bestimmte Sachen auszuschließen. Ich kann jemanden, der einfach nur starke Kopfschmerzen hat, nicht zu Hause lassen und sagen, naja, das sind nur ganz normale Kopfschmerzen, bleiben Sie mal hier. Wenn ich nicht ausschließen könnte, dass es zum Beispiel auch aufgrund eines Unfalles passiert ist. Aber es gibt halt auch eine Menge Sachen, wie gesagt, das typische besagte entzündete Hühnerauge am Fuß. Versucht die Leute dann auch mal ein bisschen in die Richtung zu bringen. Stellen Sie sich doch jetzt mal vor, ich bin jetzt gerade hier bei Ihnen und muss mit Ihnen mich darüber unterhalten oder versuche Ihnen jetzt gerade zu erklären, warum wir Sie jetzt nicht mitnehmen können ins Krankenhaus. Und 2-3 Straßen weiter ist vielleicht gerade ein schwerer Verkehrsunfall, da werde ich wirklich gebraucht, weil jemand schwer verletzt ist. Ne? Da tut es mir als Feuerwehrmann dann leid, dass ich jetzt gerade mich mit jemandem über eine doch sehr kleine Verletzung oder über einen sehr kleinen Vorfall, was jeder Hausarzt behandeln kann, unterhalten muss oder auch diskutieren muss, während ein paar Straßen weiter ich vielleicht wirklich gebraucht werde.